Tirallala, der Pauli, der ist wieder da. Ich grüße euch alle, Pippis, du kleiner Saurier, Saurine und ihr Kinder da draußen. Hallo, soll ich euch heute mal was erzählen? Die Omi Katrin hat da so ein neues Buch. Ja, wisst ihr? Und da geht es um einen kleinen grünen Drachen hier. Und sie hat gesagt, dass der Drache Leisefuß heißt. Ja, ich habe jetzt zum Spielen nicht einen Drachen, aber ich habe hier meinen Saurier. Der sieht doch von der Seite, schaut mal, ach, komm mal her, auch wie ein Drache aus. Stimmt's, Kinder? Naja, bisschen anders wie in dem Buch. Werdet ihr ja sehen. Aber macht doch nichts. Da kann doch der Paule heute auch mit einem kleinen Drachen spielen, der ja eigentlich ein Saurier ist. Ja. Hallo, liebe Kinder. Hier ist wieder Omi Katrin. Ich lese heute eine kleine Geschichte vor und wünsche euch sehr viel Spaß dabei. Und da hinten steht seine Schwester. Die heißt Saurine. Ja, aber heute dürfen wir mal spielen. Drachen, ja. Drachen spielen, nicht Kinder? Das können wir doch einfach mal machen. Und ich stell dich mal hier hin. So, bleib mal hier stehen, damit ich das Buch... Paule, du musst jetzt hier mal schwer das Buch heben. Schaut mal, Kinder. Ja, das ist hier der kleine Drachen. Ja, und daraus kann die Omi Katrin heute etwas vorlesen. Mal schauen, was der kleine Drachen alles so erlebt in dem Buch hier. Ja, schwer. Kinder, das ist für den Paule schwer zu heben, das Buch. Ja, und ich werde Omi Katrin fragen. Omi Katrin, bitte. Ich bin auch ganz doll lieb. Liest du uns heute etwas aus diesem Buch vor? Bitte. Ich gehe am besten gleich mal los. Ja, Kinder? Tschüssi. Omi Katrin, du, ich hab hier mal gesehen dein neues Buch. Liebe Kinder, wie der Paule euch schon erzählt hat, geht es heute in der neuen Geschichte um einen kleinen Drachen. Dieses feine Buch heißt Leisefuß und das Geheimnis hinter den Bergen. Geschrieben hat es Kaya Lindegard und die tollen Bilder sind von Claudia Kolb. Dann wollen wir mal beginnen. Und unser Paule hat mich gefragt, ob sein kleiner Drache, der eigentlich ein Saurier ist, heute in diesem Buch mitschauen darf. Natürlich, das erlauben wir doch. Dann fangen wir mal an. Eigentlich würde der kleine Drache Leisefuß viel lieber baden gehen. Es macht solchen Spaß, wenn die Krabbe Zwicky mit ihren Scheren nach einer Stelle sucht, wo sie ihn zwicken kann. Bislang hat sie das noch nicht geschafft, aber natürlich lässt er sie auch nicht an seine Schnauze. Da würde es wehtun, ganz bestimmt. Ich finde schon noch was, zwinkert sie ihm jedes Mal zu, wenn sie nach Hause gehen muss. Sein Vater, Trampelbahn, mag es aber nicht, wenn Leisefuß baden geht. Ein Drache hat zu fliegen, sagt er immer. Omi Katrin, ich finde das aber unfair. Ich durfte heute gar nicht etwas zu dem Buch sagen. Das nächste Mal möchte ich das bitte auch. Bitte. Ja, liebe Jule, natürlich. Danke schön. Na gut, dann höre ich jetzt von Weitem zu. Sissi, Kinder. Sissi. Ihr seht, liebe Kinder, alle wollen mal in das Rampenlicht. Auch die Schwester von Paule. Jetzt geht es aber in der Geschichte weiter. Schaut mal hier, der kleine Leisefuß, der kleine Drache. Gelangweilt dreht Leisefuß seine Runden um den Kessel des kleinen Vulkans Rumpompel. Da sieht er schon von Weitem ein schlafendes Drachenmädchen, ganz allein. Er ist so aufgeregt und neugierig, wer es ist, dass er ganz vergisst, dass er nicht zu nahe an den Kessel fliegen soll. Uiuiui,
Der Vulkan ist zwar nicht mehr aktiv, aber manchmal rülpst er noch. Dann fliegen kleine Funken aus ihm raus. Jetzt hat Leisefuß das aber vergessen. Und schon erwischen ihn, wie zur Ermahnung, einige heiße Grüße. Aua! Ruft er aus. Beschämt sieht er zu dem Mädchen hinüber, ob es ihn gehört hat. So unauffällig wie möglich fliegt Leisefuß eine nächste Runde, diesmal etwas weiter außen. Angestrengt schaut er nach dem Mädchen. Da ist es, auf einem Felsvorsprung links des Rumpompel. Jetzt sieht es ihm zu, eindeutig oder doch nicht. Leisefuß ist schüchtern. Eigentlich müsste er dringend an seinen Zehennägeln knabbern, weil er so nervös ist. Aber das muss er sich nun verkneifen vor dem Mädchen. Außerdem stürzt er sonst ab. Hat es ihm eben gewinkt? Jetzt ist Leisefuß aber mächtig aus dem Konzept. Seine Flügelschläge haben sich mit einem Mal verdoppelt. Jetzt flitzt er wie mit Düsenantrieb durch die Luft. Plötzlich ist das Drachenmädchen dicht hinter ihm. Er merkt es erst, als es ihm etwas zuruft. »Hey, Drachenjunge, willst du dich nicht mal ausruhen? Du fliegst ja wie um dein Leben.« Leisefuß ist so erschrocken, dass er sich konzentrieren muss. Nicht im Schlund des Rumpompel zu enden. Er holt tief Luft und speit einen riesigen Feuerball aus. Das passiert ihm manchmal. Er hat das ja noch nicht so gut im Griff. Oh, wie peinlich! Jetzt ist das Mädchen neben ihm und lacht. »Wie heißt du?« fragt es. Leisefuß krächzt der kleine Drache und vergisst vor Aufregung völlig, die neue Bekanntschaft nach ihrem Namen zu fragen. Aber das stört sie nicht. »Ich heiße Brüllwalda«, sagt sie. »Wollen wir zum Felsen?« »Omi Katrin, die Jule durfte vorhin auch hier dazwischen schwatzen. Kann ich nicht ein bisschen hier zuhören? Bitte, 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 bitte. Bin auch ganz leise, bitte, Omi Katrin.« »Na, wenn du dich hier leise hinsetzt, hier an die Ecke.« »Okay, danke schön. Ja, bin auch ganz leise. Nun lies weiter, Omi Katrin. Da, von den zwei Drachen. Ja, Pauli hört auch zu. Juhu. Psch, psch.« Brüllwalda ist hellblau mit ein bisschen Türkis in den Flügeln. Und sie hat ganz tolle rosafarbene Zacken auf dem Kopf. Drei Stück, das hat Leisefuß sofort bemerkt. Er selber ist einfach nur grün. »Woher kommst du? Ich hab dich hier noch nie gesehen«, fragt er. Das hat ihn ganz schön viel Mut gekostet. Aber ansehen kann er das Mädchen nicht, jedenfalls nicht direkt. »Ich komme aus Titanella, das ist hinter den Bergen. Ich besuche meine Oma, da wohnt sie«, antwortet Brüllwalda fröhlich und zeigt in die Richtung. »Ui«, macht Leisefuß, »das ist aber weit weg von meinem Zuhause. Frohen komm da, ganz da hinten, auf der anderen Seite der Berge.« Das kleine Drachenmädchen lacht. »Ja, wieso nicht? Du fliegst wohl nicht so gut, oder?« »Nein, nicht wirklich. Stimmt«, gibt Leisefuß zu. »Wenn du willst, können wir uns morgen wieder hier treffen. Und zusammen üben«, schlägt Brüllwalda vor und piekt ihn in die Seite. »Pauli möchte umblättern, Omi, bitte.« »Ja, mache.« »Ja, mein Saurier, Drachen. Ja, ja, da. Stell du dich mal so lange dorthin. Ich blätter. Omi, nimm die Finger weg. Das kann ich schon alleine. So.« »Und du bist jetzt leise.« »Ja, ja, Kinder, ich bin ganz leise. Ich setz mich hier unten hin. Ach, nö, du darfst dich doch wieder hier hinsetzen. So, so.« »Und jetzt pst.« »Ja, ja, 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 ja. Ja. Weiter, Omi.« Als Leisefuß nach Hause fliegt, ist er überglücklich. So, Entschuldigung, so ein nettes Drachenmädchen hat er noch nie in seinem Leben getroffen. Das muss er seiner Mutter erzählen. Natürlich darf sie es dem Vaterdrachen Trampelbahn nicht verraten. Sonst verbietet er bestimmt, dass Leisefuß morgen wieder zum Felsen fliegt.
Eigentlich soll er jeden erst einmal vorstellen, weil sein Vater ja der Oberdrache in der Gemeinde ist. Da muss man auf seinen Ruf achten. Das sagt zumindest Trampelbahn immer. Eigentlich jeden Tag. Die Mama rollt dann manchmal mit ihren großen Augen. Das findet Leisefuß lustig. Er liebt seine Mutter sehr, seinen Vater aber genauso. Nur ist der eben anders. Manchmal erzählt er lieber der Mama, sie wird ihn bestimmt nicht verraten. »Bin wieder da«, ruft er, als er vor der großen Höhle landet. »Mein Schatz«, sagt seine Mama und drückt ihn fest an ihre große Drachenbrust. Das mag der kleine Drache gerne. Da, schaut. So, Paule, eine Seite darfst du noch mal umblättern. Oh, ja, fein. Komm her. Sorry, Herr Drache. Immer hier hinstellen. So. Und ich kann das schon nicht immer helfen. Paule ist schon groß. Blätter. Oh, schaut mal. Da sitzt die ganze Familie am Tisch. Du musst jetzt aber leise sein, ja? Sonst kann Omi Katrin nicht lesen. Paule ist ja schon still. Setz mich hier hin, ja. So, du kannst wieder hier hin. Ich bleib hier. Psst. Beim Abendessen will Trampelbahn wissen, wie die Flugstunde war. Leisefuß wird rot. Sofort sieht ihn sein Vater ein bisschen genauer an. Ist was? Fragt er. Du siehst aus wie eine Drachentomate. Hast du was ausgefressen? Oder bist du etwa gar nicht geflogen, sondern warst wieder bei dieser Krabbe? Lass doch den Jungen, Trampilein, versucht Ziziralla, ihren Sohn zu verteidigen und zwinkert ihm verschwörerisch zu. Mamas sind ja manchmal so, nicht wahr? Leisefuß konnte ihr nur kurz von Brüllwalda erzählen, als sie zusammen Algensuppe mit Würmern gekocht haben. Ach, das klingt aber nett, hatte seine Mutter gesagt. Aber dann kam auch schon sein Vater nach Hause und sie mussten schnell den Tisch decken. Trampelbahn hat immer großen Hunger, wenn er aus dem Dorf kommt. Du sollst mich nicht immer mit Trampilein nennen, Ziziralla. Ich bin schließlich ein mächtiger Drachenmann. Oh, Omi, das ist eine schöne Geschichte. Liest du heute noch ein bisschen vor? Nein, Paule, heute ist erstmal genug. Wir wollen es spannend halten. Das nächste Mal. Oh, das ist aber schade. Na gut, Kinder, dann müssen wir alle noch ein bisschen geduldig sein, stimmt's? Ja, na dann, sagt heute Paule, tschüssi. Tschüssi, Kinder. Ja, bis zum nächsten Mal. Komm mal hier, wir gehen jetzt ein bisschen spielen, kleiner Drache.